So, mal wieder ein paar Witzkes mit Stimme. Mein Gott, das sind die ersten Worte, die ich heute spreche. Aus meinem Biergarten, deswegen. Alkoholfrei, ihr wisst Bescheid. Ne? Ein paar Witzkes wieder so, ne? Dass ihr mal wieder was zu lachen habt. Das ist ja eine harte Zeit, aber wem sage ich das? Ja, da ist ein Angeklagter, der sagt zu seinem Anwalt: Passen Sie auf, ich gebe Ihnen 20.000 Euro, wenn Sie es schaffen, dass ich echt nur ein halbes Jahr weg muss. Ne? Ich habe Frauen, Kinder und so weiter, ich kann nicht so lange weg, ein halbes Jahr. Der Anwalt sagt, ich versuche alles. Ne, der geht rein, kommt raus und sagt, hat geklappt, war wirklich ein richtig hartes Stück Arbeit, die wollten sie glatt freisprechen. Ne, Brüller. Ja. Oder Klaus, Peter und Bernd müssen zum Vaterschaftstest, ja, auch vor Gericht. Und da sagt Klaus, ich habe eine Riesenidee. Wir sagen einfach alle, wir waren das, ja, wir sind alle Vater, ja. Jeder erkennt die Vaterschaft an und dann kann uns ja nichts passieren. Was wollen die machen? Ne? Die anderen beiden, jo, das ist eine gute Sache. Ja, Klaus muss als erstes rein. Der Richter sagt, ja, erkennen Sie die Vaterschaft an? Und er so, ja. Ja, das ging ja schnell. Damit ist die Verhandlung geschlossen. Und zum Abschluss noch eine etwas längere, eine Managerschulung. Und der Manager sagt so, wir dürfen keine Fachidioten sein, wir müssen auch mal hier ein bisschen was für die Allgemeinbildung. Ich baue euch mal ein paar klassische Zitate. Und ihr sagt mir einfach, von wem das ist und wann der das ungefähr geschrieben hat und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall fängt er an. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Steht hinten ein kleiner Japaner auf, ja, und sagt, das ist Johann Wolfgang von Goethe. Das ist von Faust 1806 geschrieben, Osterspaziergang. Und alle Teilnehmer dieses Seminars nicken, ja, und sagen, ja, da kann er recht gehabt haben, ne? Nicht schlecht. Ja gut, dann das zweite Zitat. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen. Und der kleine Japaner steht wieder auf und sagt, das ist Matthias. Claudius natürlich, Abendlied von 1779. Und die anderen Teilnehmer kriegen so langsam richtig den Hals. Ne? Lässt also alle ziemlich alt aussehen und das Murmeln wird schon ein bisschen mehr Zorn. Ja, kann man nicht anders sagen. Und dann kommt er mit dem nächsten Zitat. Sagt, frisch gemauert in der Erde steht die Form aufs Leben gebrannt. Heute soll die Glocke werden. Frischgesellen seid zur Hand. Ja, das Lied von der Glocke, das ist Schiller. Ne? Das ist 1799. Ne? Und allen Riesenhals. Ne? Das hat schon wieder wusste der Japaner. Ne? Steht vorne einer auf und sagt so einfach nur, mein Gott, scheiß Japaner. Und der Japaner sagt dann, oh, Max Grundig, Cebit, 1982. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ich mach aus. Hallo, hier ist Markus Kretz. Kommunikation, mein Podcast, wird sogar gesponsert von meinem Lieblingsbier, dem besten Bier der Welt, König Pilsener. Prost.